sehr verlassenen Ort und ich besuche einen Künstler. Womit genau machst du denn Kunst mit diesen Gegenständen, der Kettensäge, der Säge, dem Fleischerhaken und dieser sehr, sehr großen Kühltruhe hinter mir? Und wo ist nochmal der Ausgang? Der Ausgang ist da, aber ich mache hier Eiskulpturen. Eiskulpturen? Eiskulpturen. Oh, Gott sei Dank. Okay, und wo sind die Hühner? Hühner, die habe ich unten hinterm Haus, aber die brauchen wir hier oben jetzt auch nicht. Genau, brauchen ja nur die Eier. Und dann machst du da so, malst du... Eiskulpturen. Gefrorenes Wasser, verstehst du? Ah, verstehe, okay. Kannst du mir was zeigen irgendwie? Oder können wir zusammen was machen? Ja, wenn du willst, können wir ja mal aus diesen Eisblöcken hier, kannst du es einfach mal in Skulptur schnitzen, dass du da erstmal einen Pinguin oder so machst, dann geht's nicht gut. Natürlich, das ist einfach. Mach mal vor. Zeichnen wir hier so vor. Und damit das schneller geht, kannst du jetzt die Kettensäge nehmen und sägst einfach alles rundherum weg. Ernsthaft? Was ich dir angezeigt kann ich machen, ja? Ja. Okay, dann schneide ich jetzt mal einen Pinguin raus, was? Klar. So, jetzt müssten wir, glaube ich, noch mit einem bisschen feineren Werkzeug nachjustieren. Nee, warte mal, das ist noch was Größeres, das mache ich noch weg. So. Jetzt kannst du das Grobe machen eigentlich. Ja. Ja. Damit die ganzen Späne runtergehen von der Bearbeitung, wird die ganze Skulptur jetzt mit Feuer abgeflimmt. Ganz genau, so geht das. Geh mal hier rein. Nein, lieber nicht. Da habe ich noch eine Eisskulptur, die habe ich heute Morgen schon ausgesägt. Hol die mal raus. Geh da rein. Das da? Ja, bring's mal raus. Okay. Geil, das sieht aus wie ein echter Gummistiefel. Und warum riecht es so ein bisschen moderig? Ist schon älteres Eis, oder? Ja, ist schon älteres Eis, das stimmt. Cool. Voll gut. Und die tote Frau da drin? Ja, okay. Die habe ich heute Morgen schon mal ausgesägt. Die Frau? Oh Gott, das ist Medusa. Nicht in die Augen schauen! Richtig, beste draufhauen. Das ist eine Vase. Wo siehst du denn da eine Vase? Ja, das ist Vase, die Eiskultur. Ich habe mir lange überlegt, wenn wir uns treffen, wie ich das Gespräch anfange, was da der beste Icebreaker wäre. Warum bleibt eigentlich die Zunge dran kleben, wenn man leckt? Das ist, kommt drauf an, wie kalt das Eis ist. Ach, das passiert beim Eis auch? Ja. Okay, wusste ich gar nicht. Joachim, vielen herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt über Eis. Und für unsere Zuschauer gibt es jetzt die frohe Kunde. Diesen Pinguin, den Joachim und ich gemeinsam gemacht haben, den können Sie gewinnen. Wir verlosen diesen Pinguin. Schreiben Sie eine Mail an pmks@swr.de. Und dieser Pinguin gehört Ihnen. Vielen Dank, Joachim. Ich danke dir. Es war mir eine Freude. Mir auch. Die Eiszeit ist vorbei.